Wir verlassen jetzt den schönen Strand hinter uns. Der einzige Nachteil, den dieser Strand hat. Wir müssen jetzt wieder hier hochfahren. Nikola steht da vorne schon. Also genau, wir fahren nicht, wir schieben da hoch. Das ist ziemlich steil. Wir sind zurück auf der Hauptstraße. Und wir haben immer noch Glück. Hier ist echt wenig Verkehr. Hier ist richtig gut zu fahren. Oder? Ja, super. Ja. Schön. Wir fahren jetzt gerade auf dieser angenehmen Straße. Hier ist wirklich kein Verkehr. Rechts sind ein paar Berge, links ist Meer. Auto? Cool. So, jetzt komme ich hier. Ja, das sieht sehr alt aus, das Schild. To the beach. Ja gut, das hat sich nicht viel verändert. Der Beach ist immer noch auf der linken Seite. Interessant, der Beach geht jetzt rechts. Warum sollte der Beach nach rechts gehen? Rechts sind die Berge, links ist das Meer. Nikola muss da gerade mal private Sachen erledigen. Und weil es so ein bisschen uneinsichtig ist und die Autos vorbeifahren könnten, werde ich jetzt eine Ablenkungsaktion starten. Ja, hier fühlen wir uns nicht wohl. Hier steht No Camping, Camping verboten. Hier steht es nicht mal auf Griechisch, nur auf Englisch und Deutsch. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Zumindest gibt es einen Radweg. Aber wenn ich ehrlich bin, sollte ich das genauso wie Nikola auch auf der Straße fahren, weil alle 50 Meter geht hier hoch und runter. Also das ist fast gut ausgeführt, nicht wirklich gut, aber naja, der Wille zählt, das ist doch schon mal etwas. Wie heißt der Löwe? Der Löwe von Amphipoli. Amphipoli? Ja, Amphipoli. Okay, der ist echt alt. Ja, er ist auch nicht mehr weit. Der war mal ein bisschen weit. Oh, 300 vor Christus. 8 Meter. Oh. Stell dich mal davor, dieser Löwe hier. Der steht hier schon seit
2323 Jahren. Seitdem hockt er hier rum. Kennt ihr irgendwer die Pfahlsitzer im Heidepark Soltau? Das ist der König von allen. Ich habe es gerade geschafft. Wir haben immer auf unsere Eier aufgepasst. Und die sind jetzt gerade hingefallen. Wir müssen mal gucken, dass wir heute dann wahrscheinlich Eier essen. Da liegen die restlichen. Lost Eggs. Genau. Und da geht die Sonne schon unter. Man sieht schon. Wunderschön sieht das aus. Ja. Und wir haben jetzt aber noch 4 Kilometer zum nächsten Schlafplatz. Wir hatten jetzt überlegt, wir wollen hier übernachten. Aber hier sieht man den Müll. Und ja, hier ist nicht so schön. Und jetzt kommen wir immer näher an die Autobahn. Das heißt, jetzt müssen wir noch mal richtig Gas geben, damit wir an der Autobahn vorbeifahren bis ans Meer. Genau. Weil auf der Autobahn zelten ist heute nicht so. Ja, die Polizei ist ja immer sehr hinterher, wenn wir auf dem Seitenstreifen zelten. Ja, es reicht schon, dass sie uns eben wieder angehalten haben. Genau. So, auf geht's. Lass uns nicht zu spät machen. Weil die Mücken kommen raus. So, hier ist jetzt die Autobahn. Da wollen wir natürlich nicht so in der Nähe übernachten. Das ist ein bisschen laut. Hier in Griechenland gibt es extrem schlechte Graffitis. Alle gute Graffitis habe ich noch kaum welche gesehen. Auf der linken Seite ist schon das Meer. Und jetzt müssen wir einen Weg reinsuchen. Kann ich mir weit sein. Ich glaube, da vorne hinter dem Mülleimer geht es rein. Da kommt ein Auto. So, das hier ist unsere Heimat für heute Nacht. Hier ist der Strand, man sieht es wunderschön, nicht wahr? Wunderschön. Und das Großartige ist? Privatstrand, keiner da. Genau. Keiner. Niemand ist da. Hier gibt es keine Beachhütten, hier gibt es reichlich Treibholz. Ich glaube, so viel geiles Treibholz hatten wir schon lange nicht mehr. Was hast du da? Geiler Marmor. Wow. So, was ist das? Schön. Das ist ein Stein. Mal, ist das eine Oblate? Ist das eine Sepia-Schale? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Da bauen wir das Zelt hier jetzt auf. Großartig. Oder? Ein großartiger Strand hier. Großartiges Sonnenuntergang. Großartige Nicola. Alles großartig. Unsere Arbeitsteilung sieht so aus. Ich baue das Zelt auf. Nicola pumpt. Meistens ist Nicola schneller. Und die Matratzen sind ordentlicher aufgebaut, als ich das Zelt aufgebaut habe. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Das Zelt. Auf dem Sand funktionieren unsere dünnen Heringe nicht so gut. Deshalb schnitze ich mir einfach so ein paar aus ein bisschen Treibholz. Das liegt jetzt zum Glück ausreichend rum. Aber anspitzen, im Boden rein, fertig. Für heute sieht Holzsammeln so aus. Ich nehme es mir einfach von hier vorne und dann werfe ich es zum Lagerfeuer rüber. Einfacher geht es einfach gar nicht.
Hallo und guten Morgen hier vom Strand, nicht live, weil ihr schaut das ja quasi aus der Konserve. So, wir packen jetzt unser Zelt zusammen. Jetzt ist wieder einigermaßen windig geworden, aber das gehört dazu an der Küste. So ist das halt. Ja, ansonsten ist es echt schön, hier ist kein Schwein vorbeigekommen. Ich glaube eine Frau mit Hund oder mit zwei Hunden. Das war es dann auch. Hä? Drei Hunde, nicht ein Hund, nicht zwei Hunde, drei Hunde sind hier vorbeigekommen. Das ist ja großartig. Ja, jetzt packen wir unser Zelt zusammen und dann fahren wir los. An der Küste entlang Richtung Thessaloniki. Ich weiß jetzt nicht, was das gerade auf dem Meer war. Wahrscheinlich oder hoffentlich kann ihr es eben erkennen. Vielleicht war das ein Delfin. Ich glaube nicht, dass das ein Hai war oder irgendwelche Schweinswale oder sowas. Ja, auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass sie so nah an der Küste sich sowas sehen kann. Ich habe vor ein paar Tagen, habe ich schon gedacht, da ist so eine Finne im Wasser. Aber das kann doch nicht sein, das ist bestimmt kein Delfin. Die sind doch bestimmt weiter inland. Guck mal da, da, da. Ja, ein bisschen weiter links war der gerade. Jetzt kommen wir komplett aus dem Wasser raus. Ja, vielleicht war das ja auch ein Tintenfisch. Man weiß es nicht. Diese Do-it-yourself-Heringe, die haben echt gut gehalten. Habe ich schon mehrmals probiert miteinander, das funktioniert überhaupt nicht. Hier gibt es zum Glück genügend Treibholz, dass man dich passend zurechtschneiden kann. Aber hier gibt es genug zu. Hier gibt es zum Glück genug. Hier gibt es genug Holz. Viel Spaß mit der Autokorrektur. Zeit für Party, wir gehen in den Nightclub, hier wird gedanced. Ja, also was geht denn? Jo, das ist tatsächlich ein Lucky Diner Club. So. Ja, wahrscheinlich ein Laden mit Stil. Ja, wahrscheinlich dann konnte man sich dann so. Ja, schick, schick, schick. Aus den Fliesen? Das, das sieht man ja nicht. Dann war hier so ein Podest. Da war wahrscheinlich so ein Lautsprecher drin. Hm. Hier war die Bar. Hier die Toilette. Ja. Oh, hier die Küche. Ich gehe draußen. Ja, hier könnte man noch mal, wenn man muss. Allein die Farbe der Wände in diesem Flieder ist schon grausig. Sam. Mach mal. Schade, dass die Stange nicht mehr da ist. Ja, Baby, shake it. Also hier nebenan ist ja, wie heißt der Ort? Astrowalzer? Nee, Astrowalta. Astrowalta. Das ist ein großer Touri-Ort. Und wenn man sich die Farbe der Wände anguckt, diese schöne Flieder in der Wischoptik, das schreit nach 90er. Wahrscheinlich war hier so eine Tittenbar für die Leute, die hier Urlaub gemacht haben. So sieht das auf jeden Fall aus. Ja, hier ist nicht mehr viel los. Das ist 90er. Doch, hier ist viel los. Und zwar das Dach ist los. Aber da gibt es noch einen Schuppen hinter. Aber da muss ich jetzt nicht hintergehen. Ich glaube, außer dass mal einer da reingeknödelt hat, wird man da nicht viel finden. Ja, und anscheinend hat jemand auch seine sexy Unterwäsche hier liegen lassen. Kann man vorstellen, dass sie hier ein Bordell war? Meinst du, dass hier ein Bordell war? Das ist ein Zimmer gewesen. So einzelne Zimmer? Ja. Hm. Also würde ich jetzt eher nicht vermuten, weil ich weiß jetzt nicht, was dahinter ist. Aber du müsstest ja schon einigermaßen schalldichte Wände haben. Und das sieht nicht so. Obwohl, hier könnte. Nee, da war keine Unterteilung. Das hier war ein Raum. Oder das war eine Disse.
Guck mal, da ist eine Küche. Ja. Hier ist wahrscheinlich die Küche gewesen. Hier war das Restaurant. Und das, ja? Ein Restaurant in der Tüte? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht wollen die Leute auch was essen. Hier liegt eine Zeitung. Und hier steht was. Heißt das hier? Guck mal, Nicola, bitte. Den Falschstadtzettel da oben. 2000? Dezember 2000. 1500 Drachen noch pro Euro. Ah. Seit ein paar Tagen sind wir hier in so einer Unterkunft, denn uns hat so ein bisschen die Erkältung erwischt, mich nicht ganz so stark, Nicola ein bisschen stärker. Und bevor wir jetzt wieder in die Berge fahren und uns die Lunge aus dem Leib husten, machen wir hier eine kleine Pause. Wir wollten jetzt ein billiges Hotelzimmer nehmen, haben aber das hier gefunden und das ist halt so ein Apartment mitten am Arsch der Welt. Aber mit so einem riesigen Garten kostet weniger als ein Hotelzimmer und wir haben hier unsere eigene Hütte, wo wir selber kochen können, was im Endeffekt natürlich viel billiger kommt, als wenn wir irgendwie im Hotelzimmer oder Essen irgendwo kaufen müssen. Natürlich haben wir auch einen Corona-Test gemacht als allererstes und der ist zum Glück negativ ausgefallen, sonst hätten wir uns irgendwo einquartieren müssen. Wir haben echt Glück, denn wir beide haben beide kein Corona abgekriegt bis jetzt. Eigentlich sehr unverständlich. Aber vielleicht liegt das daran, dass wir meistens irgendwo am Zelt abhängen und wenig mit Leuten Kontakt haben. Wir nutzen auch die Chance, wenn wir gerade hier sind, dass ich hier die Schuhe repariere von Nicola. Irgendwer hat da hinten in die Hacke getreten und da sind die kaputt gegangen. Keine Ahnung, wer das war. Wahrscheinlich irgend so ein Bauarbeiter, der hergelaufen ist. Naja, auf jeden Fall, ich habe die kaputt gemacht, die Schuhe. Und jetzt reparieren wir die erstmal mit Sekundenkleber, bevor wir neue kaufen. Normalerweise ist dieser Lappen hier ja deutlich länger dran. Der ist echt kurz. Und jetzt versuche ich den da reinzustecken und so zu kleben, dass das ganze Kunststoff nicht komplett weiß wird. Mal gucken, hoffentlich hält das langfristig. Das ist nicht der erste Schuh, der auf diese Art und Weise kaputt gegangen ist. Die Sandalen, die ich vorher hatte, die sind mehrmals genau an den Stellen kaputt gegangen. Das ist irgendwie nie so richtig geil durchdacht. Und wenn das eher so Mode anstatt Outdoor-Sandalen sind... Ey, die haben über 100 Euro gekostet. Ernsthaft? Ja. Die haben 100 Euro gekostet? Wow. Ja. Ich hatte gerade ein bisschen Panik, dass wir hier Kakerlaken haben, aber zum Glück war es nur so ein kleiner Gecko oder Salamander oder irgend sowas in der Art und der fängt auch bestimmt die Mücken. Also ist das ein guter. So, manchmal hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu. Als wir gerade schön am Meer entlang gefahren sind, macht da aber immer pock, 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 pock. Und mir sind vier Speichen hintereinander weggebrochen. Also jetzt nicht direkt, sind jetzt zwei gebrochen, dann noch eine, ein paar hundert Meter weiter und dann noch eine. Als wir zurückgefahren sind und nach Asprovalta ist die vierte dann gebrochen. Alle genau gegenüberliegend und jetzt sind wir hier vor so einem seltsamen Radladen, wo es ja eher so minderwertige Fahrräder gibt. Und wir hoffen einfach mal, dass der gleich in einer Stunde aufmacht und es vielleicht helfen kann, weil es der einzige Radladen ist. Weil sonst, ja, habe ich noch keine Ahnung, was wir da machen werden. Ich habe einen ganzen Batzen Speichen dabei, alles Mögliche und nur zwei passende für hinten. Das ist ein bisschen blöd und das Problem ist, dass hier hinten die Rohloff. Die hat ja so ein Sondermaß, was also wahrscheinlich nicht ganz so gängig ist. Und mal gucken, was man da machen kann. Ja, dieser Laden war so ein richtiger Reinfall. Der Typ war so mega grumpy. Das war so ein richtiges Arschloch. Sagen wir es auf den Punkt. Wir haben auch, glaube ich, jetzt 4:45 oder so. Das heißt, er hat nur eine Dreiviertelstunde zu spät aufgemacht. Und ja, der hat uns ziemlich klar gemacht, dass er überhaupt keinen Bock hat. Ich glaube, der hat auch gut an dem Kahn sitzen. Also diese Tankstelle mit dem Schrottfahrrädern hier vor, kann ich auf keinen Fall empfehlen. Wenn wir jetzt aufgenommen hätten, was Nicola gerade gesagt hat, wäre es ein langer Piepton, weil es wäre nicht durch die YouTube-Richtlinien gekommen.
Das war zum Ende der Reise natürlich alles so ein bisschen blöd. 4 Speichen gebrochen und nur 2 passende Ersatz dabei. Die Frage ist, was machen wir jetzt weiter? Denn in Griechenland konnten wir keine Ersatzspeichen auftreiben. Wir haben im Internet alles abgegrast, ob es nicht irgendeinen Radladen gibt, der uns weiterhelfen kann. Ja, und wir müssen noch eine gute Strecke machen. Wir wollten eigentlich noch einen schönen Umweg übers Land fahren. Das mussten wir alles so ein bisschen ändern, denn unser Flug ging von Saloniki aus und da muss man ja noch unbedingt hinkommen. Aber was da weiter passiert ist, das seht ihr dann nächste Woche. Es ist nämlich noch ein bisschen mehr passiert, das war nicht das einzige Unglück. Aber was gut ist, in der Zwischenzeit, wir sind ja wieder in Deutschland, bin ich jetzt richtig aktiv live unterwegs. Das heißt, ihr findet mich entweder auf Twitch oder auf dem neuen YouTube-Live-Kanal, damit dieser aktuelle Kanal nicht zugemeldet wird oder zugemüllt wird. Deshalb schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr noch 2 Kanäle, wo ich ziemlich viel live unterwegs bin. Wir machen einen Rewatch der alten Serien, der alten Videos, ganz von Anfang an mit zusätzlichen Kommentaren von mir, wo es halt wieder das richtige Abenteuer gibt. Und ja, ich mache ab und zu ein paar Live-Ausfahrten. Wir spielen abends mal ein bisschen GeoGuessr und vielleicht noch andere Sachen. Und vielleicht kommt der Podcast auch wieder. Ich habe da noch was munkeln hören. Also ist auf jeden Fall wieder viel, was los ist. Deshalb bleibt dabei. Vielen Dank fürs Einschalten. Und nochmal vielen lieben Dank an alle Leute, die uns irgendwie unterstützt haben. Ihr seid echt der Hammer. Ihr macht das möglich, dass wir den ganzen Scheiß noch weitermachen können. Also vielen lieben Dank. Macht's gut. Und Akropolis, adieu.